Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation. Und wir haben die Aufgabe hier in Mexiko, dass wir uns unters Volk mischen müssen und Informationen sammeln müssen. Gehen wir am Anfang mal hier kurz hin. Oh, achso, das geht in die andere Richtung. Und wir wollen jetzt gerade mal nicht in den auffälligen Modus wechseln, sondern mit ihr interagieren. Aveline! Welch Freude, dich hier zu sehen und das Geschenk unseres Lebens mit dir zu teilen. Doch warum bist du hier? Warst du nicht bereits frei? Als ich hörte, wie wunderbar diese Gemeinde sei, musste ich es selbst sehen. Sind die Gerüchte wahr? Seid ihr so glücklich, wie man sagt? Glücklicher. Die Häuser sind behaglich, das Essen gut und reichlich. Wie im Paradies. Bekommt ihr auch gute Löhne? Wir dürfen hier leben und uns sogar in die Gemeinde einbringen. Ein jeder trägt bei, was er kann. Mehr Lohn brauchen wir nicht. Dann gehört dieses Land der Gemeinde. Vielleicht schon sehr bald, wenn wir unser Soll erfüllt haben. Es heißt, dieses Land sei sehr wertvoll, also dauert es eine Weile. Doch das ist es wert. Und falls ihr abreisen wollt? Das passiert nicht. Niemand würde das je wollen. Keiner ist je gegangen? Psst! Du solltest nicht so reden. Das tut hier keiner. Wir sind alle so glücklich. Wir brauchen keine schlechten Gedanken, die doch nur an unserem Glück rütteln. Es war wirklich sehr schön, dich wiederzusehen. Schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Ach ja. Darf ich wieder? Ja, ich darf wieder. Für Taschendiebstahl? Nee, das will ich jetzt gerade mal nicht machen. Ja, die sind alle noch im guten Glauben, dass das alles super hier ist. Guten Tag. Was kann ich mit dir bereden? Wir haben später noch genug Zeit zum Reden. Gar nichts. Auch schön. Wir essen mal direkt ein paar Fische. Texturiert. Oh, die haben sogar eine Form. Okay. Ich dachte, die wären nur auf dem Teller. Da oben ist wieder ein Falkenhorst. Und da vorne sind noch so ein paar Schätze, die wir mal noch holen können. Und bevor ich es vergesse, dieser Spielstand ist komplett nachgespielt worden von mir, weil, ja, mein Rechner hat jetzt eine neue CPU bekommen und aus diesem Grund, oder beziehungsweise CPU neues und neues Motherboard, und mein Windows dachte sich so, nö, startest du nicht nochmal. Kam immer ein schöner Bluescreen, von daher musste ich das nochmal alles neu installieren. Und es wurde natürlich auch das Save Game gelöscht und die Cloud hat nicht unbedingt funktioniert. Von Uplay. Mal gucken, ich weiß nicht, was wir jetzt uns hier geholt haben, aber wird bestimmt nützlich sein. Kommen wir hoch? Ja. Was können wir denn hier holen? Ich weiß es nicht. Können wir hier interagieren? Synchronisieren, genau. Husch. Willkommen in Mexiko. Dort, wo ihre Träume wahr werden. Oder auch nicht. Bei den Maya. Und da vorne haben wir noch ein Relikt. Und dann soll hier noch irgendwo ein Schatz sein. Wir machen ja gleich weiter, keine Sorge. Hängen. Ich habe auch ein paar Tage das jetzt nicht mehr gespielt, aber dafür habe ich das halt einige Stunden nochmal nachspielen müssen. Und wie ihr vielleicht auch am Geldstand seht, habe ich das ein bisschen ausführlicher gemacht als vorher. Allerdings ist in diesem Spielstand zum Beispiel diese Beutelgröße noch ein bisschen kleiner als in unserem vorherigen Game-Stand. Lauf mal runter. So, was haben wir denn hier noch alles? Bevor wir jetzt hier irgendwas machen, wir laufen hier mal die ganze, da vorne ist es, die ganze Map ab und holen alles, was wir finden können. Ihr arbeitet schön, ne? Ja. Hier können wir hoch, ohne entdeckt zu werden. Das ist sehr schön. Hätte ich hier, ach da. Dann springe ich am besten von hier mal rüber. Oder auch nicht ganz so. Wo haben wir denn hier eine Wache? Sieht keiner, ne? Das ist gut. Und rüber.
Und wir haben wieder eine Maya-Statuette erhalten. Sehr schön. Und auf der gleichen Höhe... Boah, diese... Boah, was für schöne Blätter. Ach, schön. Naja, muss halt für die Vita auch funktionieren, ne? Beziehungsweise, so wie ich das gesehen habe, hat sich sogar ein bisschen diese Landschaft hier geändert. Uah, bleib oben. Wir bleiben hier oben und holen uns ein bisschen Kohle, denke ich mal. Geld 250, yes. Da vorne soll noch irgendwo ein Relikt sein, aber... Komm, wir gehen mal runter. Ich will runter. Guten Tag. So, wie kommen wir denn hier raus? Hier so. Okay. Gut, dann laufen wir mal weiter in diese Richtung. Laufen wir erstmal in die Richtung, genau. Jo. Wir laufen erstmal in die Richtung und holen uns da irgendwelche Infos. Da kämpfen welche. Mal gucken, was... Oder kämpfen die? Feiern die? Ich weiß es nicht. Spielen sie Theater? Schalala, wir tanzen alle rum. Komm und tanz mit uns. Diesen Tag sollten wir feiern. Ja. Tanzen. Oder auch nicht. Na gut. Hier ist noch ein Schatz. Ein Relikt. Und noch eine Maya-Statuette. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ob das noch eine... Sorry, ich habe nichts getan, Kollege. Okay. Wir müssen noch zwei Leute befragen, bevor es weitergeht. Und das Volkmischen stimmt jetzt nicht ganz so, aber was soll's. Wir laufen mal hier den Berg hoch. Die Bäume bauschen sich auf und hier ist ein riesiger Maya-Tempel. Dürfen wir da gleich rein? Ich weiß es nicht. Hier haben wir eine Schmiede. Und da sind wir mit einem anderen Typen. Willkommen! Vielen Dank. Und was kannst du so? Putzen? Nähen? Ich kann alles. Kochen vielleicht? Ich gehe eher jagen. Das ist ungewöhnlich. Jedoch findest du dich in guter Gesellschaft. Unsere Grabungsleiterin ist auch eine Frau. Solange du dich gut mit ihr stellst, geht's dir gut hier. Natürlich geht es allen gut hier. Eure Stärke ist unsere Stärke. Wunderbar. Ja, der ist schon ein bisschen kritischer. Okay. Was? Was war das jetzt? Volle Synchro. Ich hatte doch noch einen Typen irgendwie zum Befragen, aber irgendwie... Vielleicht brauchte man nur 4 von 5. Hier soll noch irgendwo ein Schatz sein. Hier ist ein Schatz. Im Silbersee. So. Ja gut. Wie geht's weiter? Da vorne geht's irgendwo weiter. Ist das hier oben? Nee. Na gut, dann holen wir uns zumindest hier noch diese Statuette. Und gehen dann wieder runter. Gehen dann wieder runter. Das dauert natürlich wieder eine Sekunde, während die hier quatschen. Wir fallen überhaupt nicht auf, wenn wir hier so viel herumlaufen. Aber das soll nicht unser Problem sein. Gut. Da ist ein Tisch, zu dem wir müssen. Und da sind... Ist Zeug. Eine Waffe aus den verfügbaren Materialien herstellen. Es herrscht kein Materialmangel hier. Vielleicht finde ich genug, um mich zu bewaffnen, damit ich im Notfall bereit bin. Ja gut. Wir sollen zwei Gürtel von Wachen plündern. Okay, also wir brauchen... Oh yeah. Wir müssen irgendwelche Wachen ausschalten, die recht einsam sind. Ich mochte den Typen da oben nicht ganz so. Wir laufen mal in die Richtung. So, da sind wir auch schon. Bist du alleine? Ja, Kollege. Wie sieht's aus? Alles cool, würde ich sagen.
plündern wir ihn mal kurz aus. Nein, du hast nichts gesehen, Kollege. Ich weiß nicht, ist auf dieser Seite noch irgendwas? Hm. Ich weiß es nicht. Wir laufen mal einfach in die Richtung. Aber das sieht jetzt nicht ganz so spannend aus. Ne, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay. Beziehungsweise so unsichtbar war sie gar nicht. Sie kommen nur aus dem Nichts, die Leute. Hm. Und die Leiche ist weg. Mysteriös. So. Kollege, ich brauche noch einen Gürtel. Hey. Schön im Busch versenken und plündern. So, Leiche ist weg. Jetzt sollen wir ein Messer einsammeln. Die sind da vorne in der Nähe. Wir gehen mal hier erstmal hinter die Scheune, hinter den Schuppen. Da ist einfach ein Kasten mit einem Messer und Geld sogar. Cool. Und den müssen wir wahrscheinlich dann bestehlen. So, jetzt haben wir die Messer. Und zum Schluss müssen wir jetzt da oben irgendwelche Holzbalken uns holen. Ich weiß nicht, wie sie daraus irgendwas machen möchte oder was sie jetzt mit den Holzbalken machen möchte. Aber sie wird wahrscheinlich schon einen Plan haben, so wie ich sie kenne. Und da oben ist auch noch was. Komm, wir sind mal so und klettern hier hoch, holen uns das Zeug und springen von einem Dach zum anderen und lassen uns jetzt hier runter fallen. Zack. Ihr habt nichts gesehen. Ich genauso wenig. Und wir müssen da jetzt irgendwie hoch. So. Wir sind im Sperrgebiet. Wie kommen wir denn da hoch? Einfach hochklettern oder wie? Ja, Warnung, Sperrgebiet, ich weiß, ich weiß. Okay, ich mach nichts. Kollegen. Ich mache nichts, ich bin außerhalb des Sperrgebiets, alles cool. Ich würde sagen, ich laufe einfach mal hier hoch. Nobody cares. Kommen hier hoch und keiner hat es unbedingt so schlimm gesehen. Und da haben wir unsere Holzplanken. Und jetzt ein Schießpulverfass. Okay. Wird es gerade dunkler? Ich weiß es nicht. Aber ich kletter erstmal noch ein bisschen höher, weil hier ist einiges an Zeug. Zack. Hier wahrscheinlich dürfen wir uns wieder synchronisieren. Yep. Flackernder Adler. Da unten müssen wir noch rein. So, und hinab. Nein, hinab. Hinab ist hinab. Genau. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir noch eine Tagebuchseite. Und da haben wir noch ein Relikt. Eine Maya-Statue, meine ich. Und hier unten haben wir noch, kurz runterrutschen, noch ein bisschen Money. Und in der gleichen, auf der gleichen Höhe haben wir noch eine Tagebuchseite. Die habe ich auch wieder gekonnt ignoriert in der Stadt. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal zurückkommen werden. Ich würde gerne nicht auffallen. Ich spring mal einfach aus dem Sperrgebiet raus. So. Und schon ist alles egal. So. Jetzt holen wir uns das. Nein. Ich bin außerhalb des Sperrgebiets. Da ist nichts. Hau mal ab. Ich bin interessant. Wir holen uns das Schießpulverfässchen, laufen ihm hinterher. Guten Tag.
Ich muss da mal kurz was platzieren. Der bemerkt mal überhaupt nichts. So, und loslassen. Eine Muskete. Wer hat wohl eine Muskete? Ich weiß es ja nicht. Gute Nacht. Wir plündern ihn erstmal. Und heben seine Muskete auf und schießen. Schießen. Wie war das? Q? Ja.